One, two, three. Hallo, wir sind die Sportexperten vom Gymnasium Oedeme in Lüneburg. In Lüneburg wird Bundesliga-Volleyball gespielt. Wir haben die Möglichkeit, Falko Steinke und Yannick Pörner zu interviewen. Bis gleich. Die erste Frage geht an dich, Falko. Und zwar, ihr wart ja im DVV-Pokalfinale. Welche Gedanken hat man denn vor so einem Spiel? Man versucht halt den Kopf frei zu haben und halt nicht an die Zuschauer zu denken, sondern sich auf den Sport zu konzentrieren. Ihr seid beide Diagonalangreifer. Seid ihr mehr Konkurrenten oder steht ihr gemeinsam auf dem Feld? Warum hast du deinen Vertrag in Lüneburg hier verlängert? Hat Volleyballspielen dein Leben verändert? Hattest du schon mal überlegt, mit Volleyball aufzuhören? One, two, three. Du arbeitest jetzt bei der Sparkasse Lüneburg. Wurdest du schon mal überfallen? Dopamin. Heute trainierte jemand im roten T-Shirt mit. Wer war das? Das ist Esan. Esan ist, glaube ich, vor 4 oder 5 Monaten aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Und der trainiert seitdem halt 1-2 Mal die Woche bei uns mit. So, ich finde es super. Jetzt kommen wir zu unserem Sportexperten-Quiz. Was ist der nullte Breitengrad? Was heißt ich auf Französisch? Wie heißt der höchste Berg Deutschlands? Richtig. Was ist der Unterschied zwischen einem Teppich und einem Bäcker? Der Bäcker steht früher auf. Der Bäcker steht morgens auf, der Teppich bleibt liegen.